Auf die Gesundheit. Österreich trinkt wieder Bier und geht wieder ins Restaurant. Nach einem zweimonatigen Shutdown öffnet die Alpenrepublik wieder die Gastronomie, und zwar als eines der ersten Länder. Doch es gibt Einschränkungen: 1 Meter Mindestabstand zwischen den Tischen, kein Ausschank an der Theke, keine laute Musik und Sperrstunde um 23 Uhr. Am beliebten Wiener Ippenplatz trübt das aber nicht die Stimmung. Es ist jetzt nicht so der komplette Normalzustand wie davor, aber ich glaube, es ist einmal für alle gut, dass man sich wieder ein bisschen trifft. Jetzt so da zu sitzen, fühlt sich eigentlich ganz normal an und so wie früher auch. Gut essen gehen oder mal auf ein Bier gehen, gehört dazu, oder einen Kaffee wie heute. Ich hoffe, dass noch ein bisschen lockerer wird, dass mehrere Leute zusammenkommen können. Österreich habe durch sein frühes Handeln einen Vorsprung gegenüber anderen Ländern. Als nächstes werde man Hotels und auch die Grenzen wieder öffnen, so die zuständige Tourismusministerin. Also wir stehen vor der Herausforderung, dass wir auf der einen Seite den Gesundheitsschutz beachten und trotzdem aber auch wieder ein wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben ermöglichen. Jetzt versuchen wir das so einfach wie möglich zu machen, indem diese Abstandsregel generell gelten soll. Also auch für einen Lokalbesuch, mit der Ausnahme, wenn ich mich mit 4 Personen am Tisch treffe, zuzüglich minderjähriger Kinder oder beispielsweise eben auch Personen, die im selben Haushalt leben, dann soll das durchaus auch möglich sein. Unter strengen Vorgaben hat Österreich die Gastronomie wieder eröffnet. Das erste Wochenende wird wohl zur Bewährungsprobe, um zu sehen, ob die Sicherheitsabstände auch unter Alkoholeinfluss eingehalten werden. Johannes Bleschberger, Euronews Wien.